Obwohl die Auflösung der Fernseher immer höher wird, der Klang ist auch heute noch meistens nicht sehr hochwertig. Die amerikanische Traditionsfirma Harman Kardon bringt darum mit dem Soundbar Subwoofer Set SB26 ein elegantes System für das Heimkino. Die Soundbar wirkt stabil und passt gut an den Fuß vom Fernseher, lässt sich aber auch an die Wand machen. Sie bietet zwei HDMI-Eingänge und einen Ausgang, wie auch einen digitalen und einen analogen Anschluss. Mit der eingebauten 2x30 Watt Endstufe ist es im Prinzip ein aktiver Stereo-Lautsprecher. Durch den virtuellen Surround-Sound wird das Klangbild einiges erweitert. Das System kann man mit einer Mini-Fernbedienung oder per App steuern. Die Soundbar ist aber so intelligent, dass sie Befehle wie Ein- und Ausschalten oder die Lautstärkeregelung von der normalen Fernsehfernbedienung lernen kann. Die Soundbar hat kein eingebautes Display. Wenn per HDMI verbunden, werden die Infos aber direkt auf dem Fernseher angezeigt. Der Sound ist transparent und ausgewogen. Im Test werden alle Frequenzen linear wiedergegeben, durchaus auf HiFi-Niveau. Auch ist der Phasenschalter auf der Unterseite eine wertvolle Hilfe, um den Sound nahtlos anzugleichen. Mit seinem 25 cm grossen Chassis und der eingebauten 100 Watt Endstufe ist der Subwoofer ein echtes Kraftpaket. Zu allem gibt es auch noch einen Nachtmodus, der die Dynamik einschränkt, so dass man auch zu später Stunde Film schauen kann, ohne die Nachbarn zu wecken. Das SB26-Set von Harman Kardon bringt hochwertige Beschallung in die Stube. Nicht netzwerkfähig, dafür Musik ab Bluetooth und Sound mit Pfiff.